Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Medieval Dynasty im Koop zusammen mit dem Zauberer Graf. Hallo. Hi, Dobi. Ich habe jetzt mein Inventar ein bisschen aufgeräumt im Sinne von, ich habe das Tierfutter nach Hause gebracht. Zauberer Graf reitet jetzt einmal schön zum Markt, kauft sich ein paar nette Spielsachen für ihren Sohnemann. Ja. Und wir werden mal gucken, dass wir das Abschlachten des Königs verhindern. Ich find's meine so schön. Mission jetzt ein bisschen wichtiger, aber gut. Wie bitte? Ich sag, meine Mission ist jetzt vielleicht ein bisschen wichtiger, aber gut, wenn du dich mit so Lappalien umschlägst. Ich vermisse diesen Gesandten des Königs, den sie im Tal öfter mal zugepatcht haben. Mit diesen großen Quests da immer pro Jahr oder ja, pro Jahreszeit. Gerade als zwei Spieler könnten sie damit ja ordentlich reinkloppen. Das wäre richtig geil. Und beim König gut stellen, da können wir immer ein bisschen was machen. Ist recht aufwendig immer gewesen, die Quests, aber genau sowas. Scheiße, sieht das Haus geil aus, was du hier hingeferkelt hast mit der Deko. Hm. Schön, dass es dir gefällt. Das freut mich. Alter, ich hasse dich. Ich spiele nie wieder mit dir. Oh Mann, oh Mann. Ich spiele nie wieder mit dir. Oh, sieht furchtbar gut aus. Huch. Witzig, ich habe auch das Tierfutter abgegeben und irgendwie sind trotzdem noch alle Tiere hungrig hier oben. Obwohl, ich habe es in der Nacht gemacht. Vielleicht sind sie noch nicht in der Lage gewesen, auf dem Arbeitsplatz zu verteilen. Das kann natürlich sein. So, ich suche mir hier eine Schnellreisetüten. Ich könnte mir das Lager hier auch mal upgraden, ne? Okay, ich lasse mich schon wieder ablenken. Aber wir können ja gut noch ein bisschen mehr Kapazitäten gebrauchen, würde ich sagen. So, einmal Gebäude, Lager, 3. Zack. Deine? Haben wir, glaube ich, genug da. Und 70 kriege ich hin. Steine noch. Oh, Zauberkraft. Ich habe schon erwähnt, dass sie auch ein paar Sachen dabei hat, die in unserem Lager einfach sowieso nur doof rumgelegen haben. Nee, ich glaube nicht. Wir haben mal den Schrott ein bisschen rausgeholt. Da waren auch noch ganz viele Holzspeere mit zwischen. Ja, und die ganzen alten Pfeile, die ich von den ganzen Blutturnen immer mitgenommen habe. Hab mir jetzt einiges raussortiert, was sie dann, wenn sie die Spielsachen gekauft hat für ihren Kleinen, dass sie direkt neue... Ja. Hat jetzt, glaube ich, nicht mega Luft gebracht, aber es muss ja nicht rumliegen, ne? Wir haben zu wenig Bretter auf Lager. Ich fass es nicht. Du hattest ja welche rausgenommen. Ja, aber ich bin ja gerade nicht da. Das ist gerade mein Problem. Ich bin ja gerade dabei, das zweite Lager vollständig aufzuwerten. Und das Dach kriege ich nicht hin, weil mir die Bretter fehlen. Aber ich habe jetzt auch gerade keine Lust, zurückzulaufen, die Bretter zu holen. Oh, ätzend, also, wenn du dann im Rest des Tages Zeit hast, nachdem du die Spielsachen da gekauft hast, darfst du gerne einfach ein paar Bretter hier noch runterbringen. Ich versuch mal dran zu denken. Buch, 27 Fackeln habe ich im Inventar. Ja, habe ich doch gegeben. Ja, wir haben irgendwie 70 Stück davon rumfliegen gehabt, einfach so. Einfach so. So ein, ja, schön. Ich packe auch wirklich jetzt alles schon mal rein, dass du wirklich nur noch Bretter reinpacken musst. Was, wo soll ich Bretter reinpacken? Das Lager, was bei Pias Tovia ist. Da müssen in das Dach noch die Bretter rein. Ach, wenn du sagst Bretter ins Lager packen, ne? Ich hätte die einfach in die Truhe geworfen. Ach so. Nee, so war das jetzt nicht gemeint. Aber ja, ich verstehe, wie man darauf kommt. Also alles ist fertig, es muss wirklich nur noch die Bretter im Dach eingesetzt werden. Ja, ich bin das Gauke, ich muss den König retten. Los.
Eigentlich müsste man sich echt mal die Mühe machen. Würde mich mal interessieren. Jedes Mal, wenn ich diese Fahrt hier gemacht habe mit den Leuten, machen wir zusammenrechnen, wie viel Geld ich jetzt schon in die Schnellreise investiert habe. Ist bestimmt schon locker ein vierstelliger Betrag, ein mittlerer. Jetzt nicht, dass uns das in irgendeiner Form Probleme bereitet oder so. Dafür geht es uns einfach zu gut, aber würde mich einfach mal interessieren. Leveln die eigentlich immer bei Jahreszeit wechseln oder leveln sie vielleicht auch mal Untertage? Gucken, weil der auf Level 9 ist. Hier, bei. Das ist doch Diplomatie hier, oder nicht? Ja. Ist doch nicht fertig mit Leveln. Muss ich mal jeden Tag reingucken. Ich dachte, das ist ein zweiter Eingang, aber ist okay. Hi Thomas! Du solltest nicht hier sein! Und ich sollte nicht mit dir reden, wenn der Anführer nicht dabei ist. Eine Hand wäscht die andere. Oh, also bist du einer von uns. Selbstverständlich, das bin ich. Otgar hat mich dazu inspiriert, mich euch anzuschließen. Kennst du ihn gut? Ich hoffe, dass ich die Quest in eine andere Richtung lenken kann. Ja, und er war mein Freund. Ist oder war? Vergiss, dass ich etwas gesagt habe. Was versuchst du zu verbergen, du Wurm? Nichts, sprich! Ich will es nicht tun. Ich will nur nach Hause. Was hält dich davon ab? Hast du dich der Rebellion nicht freiwillig angeschlossen? Nein, habe ich nicht. Weißt du, Otgar war mein Freund, als wir jünger waren. Aber er ist jetzt jetzt anders. Grausam. Gewalttätig. Er wollte, dass ich mich seiner Sache anschließe. Aber ich habe abgelehnt, also hat er mich gezwungen. Was für ein Bastard. Er hat meinen wertvollsten Besitz gestohlen. Einen Brief. Oh Gott, mit Stottern vorlesen ist schwierig. Das ist ein sehr wichtigen Brief. Ich darf ihn nicht verlieren. Otgar hat ihn mir weggenommen und ihn irgendwo versteckt. Sei ehrlich zu mir. Wenn du deinen Brief zurückhättest, würdest du dann noch an der Rebellion teilnehmen? Nein, ich würde wegrennen. So schnell ich kann. Huh, meinst du das ernst? Würdest du mir helfen? Er war immer gut im Klettern, also ist er hoch auf die Felsen Felsen gekommen. Und hat meinen Brief irgendwo versteckt, wo ich nicht hinkomme. Du müsstest danach suchen. Lies ihn nur nicht. Bitte. Klar. Dachte, es hat erledigt. Schön. Wir nehmen einfach seine Freunde weg. Das ist eine gute Taktik. 200 Meter die Berge da hinten hoch. Okay. Da auf dem Weg hochkommen? Oh, gucken wir mal. Du musst dich abkühlen. Du kannst mich mal spielen. Gib mir Skillpunkte im Überleben und dann kann ich das tun. Schlimm. Ich muss echt hier hoch. Okay. Ich wette, hier würde auch einen Weg hochführen, aber das kann ja jeder. Das ist eine Höhle oben drin. Witzig. Ist ja ferne nie gesehen. Ha. Cool, dass es sowas hier auch noch gibt, so versteckte Details. Sogar drin looten. Ja, cool. 120 Geld. Ei. Noch ein Ei. Das ist noch ein Nest. Mit ein paar Eiern. Das Salzader. Steinspitzhacke. Ah, wichtiger Brief. Da ist er. Abliefern. Wichtiger Brief. Kann ich ihn trotzdem lesen?
lesen. Meine geliebte Apollena, die Sonne ist grell, der Mond ist hell, das Wasser ist nass. Ich hoffe, du hast Spaß. Die Bäume sind grün, der Dung ist braun. Du musst dich nicht bemühen, du bist die schönste der Frauen. Okay. Oh. Das Metall ist hart und es schneidet gut. Für dich nehme ich ein Bad, zusammen ging's uns gut. Rosen sind rot, Veilchen sind blau, lebendig oder tot, ich will dich zur Frau. Thomas. Aha, aha. Kleiner Romantiker hier. Wir werden, glaube ich, in der nächsten Jahreszeit, aber allerspätestens im Winter, ins Eisenzeitalter vordringen. Da bin ich schon ein wenig heiß drauf. Die ganzen Produktionsketten anpassen und umstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich mit Eisenschuhschäden noch nur viel mehr Geld machen kann. Weil das ist ja auch genau wichtig, ne? Noch mehr Geld, wir sind ja pleite. Auf jeden Fall. Was kaufe ich denn eigentlich mal wieder aus Langeweile? Technologie. So, Überlebenstechnik, Jagdhütte. Guck mal, Steinspeer, Bogen, Dachsfellteppich. Alle Trankrezepte aus der ersten Kräuterhütte. Komm, warum nicht? Vergiftete Pfeile. Check, alles erledigt. Fischerhütte, ja, warum nicht? Langbogen, Ziegenfellteppich, Hirschtrophäe. Haben wir hier noch, Jagdhütte 2, Recurve-Bogen, Schaffelteppich. Schaffell, nicht Schaffel. Wow. Elchtrophäe. Kräuterhütte 2, kaufe ich auch nochmal leer. Trank des schnellen Heilens 2, Heiltrank 2, Gesundheitstrank, Sattmachertrank, Ausnüchterungstrank, Wolfsfell. Der war teuer. Hey. Tarntrank, Trank der unbegrenzten Möglichkeiten, Nachtsichttrank, Entgiftungstrank. So. Alles, was uns technisch möglich ist, in dem Überlebenstechnikbaum zu kaufen, ist gekauft. So. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Und wie viel Geld habe ich noch? 13.500. Könnte mehr sein, aber passt schon. Was mache ich denn eigentlich, sobald die ganzen Rezepte gekauft und freigeschaltet sind? Die wieder Geld verdienen gehen? Naja, Quests. Wir wollen ja ein bisschen was erleben noch. Thomas! Hast du ihn? Ich halte immer, was ich verspreche. Hier ist er. Ja, endlich! Bin ich frei! Ich habe jetzt schon das Gefühl, als wäre mir eine große Last von den Schultern genommen worden. Oh, die Anspannung hat mich fast umgebracht. Vielen Dank! Ich danke dir so sehr. Oh, jetzt stottert er auch nicht mehr. Oh, sollte ich ihm darauf hinweisen, dass ich den Brief gelesen habe? So kackend dreist? Was meinst du? Oh, hammer fies. Soll ich oder nicht? Darfst du mal entscheiden. Nee, mach nicht. Okay. Ist fies. Es war mir ein Vergnügen. Geh und lebe dein Leben, so wie du möchtest. Nichts wäre mir lieber. Ich hoffe, dass Otka es dem zerstörerischen Weg herunterschafft, den er eingeschlagen hat. Aber ich werde nicht hier sein, um es mit anzusehen. Noch einmal danke und pass auf dich auf. Achte von jetzt an besser auf deine Wertsachen. So, Bert. Hey, du bist nicht Otka. Ja, eine Hand wäscht die andere. Jetzt verstehen wir uns. Wie geht's dem Anführer? Es geht ihm gut, aber er ist wütend auf dich. Auf mich? Warum? Er sagt, du bist nicht eifrig genug bei der Sache. Er glaubt, du bist ein Maulwurf der Königsgarde, oder? Er macht sich Sorgen, dass deine Dummheit die Mission zum Scheitern bringen könnte. Oh, das finde ich gut. Er macht sich Sorgen, dass deine Dummheit die Mission zum Scheitern bringen könnte. Dummheit? Dummheit? Ich bin nicht dumm. Er ist dumm. Alle sind dumm. Auch die Tiere und du. Ihr seid alle dumm. Die Dümmsten, aber nicht ich. Oh nein, nein, nein. Okay. Wie kann er das über mich sagen? Verfluchter Otka. Er war noch nicht mal ein... Es war noch nicht mal eine Idee, bei seinem dummen Plan mitzumachen. Warum hast du dich dann entschieden, dich ihn anzuschließen? Weißt du, die anderen haben es getan. Also, ich wollte nicht der Einzige sein, der nicht mitmacht. Mein Vater hat immer gesagt, man soll etwas Gutes lernen, um im Leben erfolgreich zu sein. Ich dachte, Königsmörder wäre schon etwas Gutes. Was? Ich glaube, der Typ ist dumm. Es könnte immer noch einen Weg geben, Otkas Gunst wiederzuerlangen.
Kannst du einen Ort, an dem wir unter vier Augen reden können? Es geht um eine spezielle Aufgabe. Nur für dich. Nur für mich? Oh Junge, sicher. Ich kenne einen Ort. Folge mir. Geh voran. Aha. Oh. Ja, ich habe schon wieder Hitzeprobleme. Vollkommen in Ordnung. Ah, er kann sprinten, ich auch sprinte. Sehr schön. Er läuft einfach komische Wege. Wir haben gerade irgendein Kind angerempelt. Schade aber auch. Mal, wo willst du denn hin? Jetzt wird's langsam verrückt. Ach, der andere Höhleneingang. Ja gut, das ist gar nicht so schlecht. Wert. Und? Was ist das für eine spezielle Aufgabe? Es gibt keine spezielle Aufgabe, mein Freund. Ich wollte nur alleine mit dir sprechen. Was soll das? Wieder eine von Otkas Ideen? Oder vielleicht ein Test? Hör zu, du glaubst eindeutig nicht an seine Sache. Sofort. Ist weder richtig noch sicher. Geh einfach. Hör zu, du glaubst eindeutig nicht an seine Sache. Was er vorhat, ist weder richtig noch sicher. Geh einfach. Netter Versuch. Sollte ich darauf hereinfallen? Ich bin ehrlich zu dir. Es ist kein Test. Otka weiß noch nicht mal, dass ich hier bin. Er weiß es nicht? Warte, nimmst du überhaupt an der Rebellion teil? Das bin ich. Und ich kenne meine Gründe dafür. Aber ich nehme dir deine nicht ab. Hä? Ja, gut. Oh, du hältst dich also für was Besseres. Das tue ich nicht. Ich denke nur, dass du ein treuer und starker Krieger bist. Ich würde gerne Seite an Seite mit dir kämpfen, aber nicht in dieser Schlacht. Oh, du hast das die Bretter reingepackt. Nett. Warum nicht? Warum willst du, dass der König stirbt? Ich, Otka... Siehst du, du willst es gar nicht. Das hier ist nicht dein Kampf. Etwas, an das du nicht glaubst, ist es nicht wert, dass du dein Leben dafür aufs Spiel setzt. Aber was ist mit den anderen? Mach dir darum keine Sorgen, ich werde dich decken. Sie werden nie darauf kommen, dass du sie betrogen haben könntest. Sie werden nicht nach dir suchen. Du wirst frei sein. Danke, Fremder. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sag gar nichts. Lebe einfach dein Leben für dich selbst. Geh. Schnell. So, jetzt haben wir noch Wilhelm. Dann habe ich die Rebellion quasi schon zerschlagen. Und das, obwohl sie alle so eifrig dabei waren. Ja, auf jeden Fall. Da wird sich Otgar aber freuen, wenn er wieder nach Hause kommt. Ich finde, das beim Kastellan melden, was ich ihm vorgeschlagen habe, hätten wir auch einfach machen können. Hätte ich jetzt keine Einwände gehabt. Du musst dich abkühlen. Nö. Nö. Heute nicht. Oh, I'm roasting out here. So. Wilhelm! Na? Warum nehme ich dich einfach als Screenshot? Bestimmt, ne? Ich bin gegen die Rebellion. Klar? Oh, kann ich mich ducken? Ja, Steuerung. Aber dann kann ich den Screenshot nicht mehr machen. Hm. Na. Verzieh dich, du sollst gar nicht hier sein. Eine Hand wäscht die andere. Verstanden. Willkommen in unserer Mitte. Irgendwelche neuen Anordnungen vom Anführer? Er hat mich um einen Statusbericht gebeten. Ich nehme an, du hast die Aufsicht über die Dummköpfe, richtig? Nicht offiziell, aber ich bezweifle, dass einer von denen je einen wirklichen Kampf erlebt hat. Ich habe alles versucht, was ich konnte, um ihnen beizubringen, wie man kämpft. Aber Vorgescheuchten und Zielscheiben wehren sich nicht. Ohne das echte Feuer eines richtigen Kampfes weißt du nicht, ob jemand wirklich bereit ist. Ich nehme an, du hast viel Erfahrung damit. Boah, mit Pech ist er wirklich bei der Sache dabei.
Vielleicht habe ich mehr erlebt, als ich mir gewünscht hätte. Aber wenn diese Mission erfolgreich ist, wird sie meine letzte sein. Sobald der Kopf dieses fetten Bastards von seinem Hals getrennt wurde, bleibt für mich nichts weiter zu tun, als das einfache Landleben zu genießen. Ich verstehe. Du weißt, was du tust. Darf ich dich etwas fragen? Was ist deine ehrliche Meinung zu Otgars Plan? Es steht mir nicht an, meine Vorgesetzten zu kritisieren. Es ist eine persönliche Frage. Du kannst offen zu mir sein, Soldat. Der Plan ist in Ordnung, aber er eignet sich nicht für die Menschen, die ihn ausführen sollen. So ist er ein reiner Selbstmord und er wurde so entweder absichtlich oder aus Versehen zurechtgelegt. Beide möglichen Gründe sind gleich beunruhigend. Ich bin froh, dass du meine Sorgen teilst. Ich bin immer überzeugter davon, dass wir diese Mission abbrechen sollten. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich darf dich davor zurückschrecken, diesen Hurensohn zu töten, egal was es kostet. Ich tue es nicht für Otgar, ich tue es für mich. Dieses gekrönte Schwein schuldet mir etwas, eine Menge. Warum machst du es dann nicht alleine? Ich würde all mein Geld auf dich setzen, solltest du es heimlich versuchen, nicht auf Otgars Bande von Sonderlingen. Was du sagst, macht erstaunlich viel Sinn. Ich würde mich auf niemanden sonst verlassen und ich könnte die Leben dieser leichtsinnigen Narren retten. Ich bräuchte allerdings etwas gutes Gift, ein richtig starkes. Eieiei. Ich kann dir beschaffen, was du brauchst. Ich kenne nur einen Menschen, der etwas brauen könnte, das tödlich genug wäre. Sein Name ist Elric und er lebt im Sumpf. Bitte ihn um sein stärkstes Gift und bedenke, dass er vollkommen wahnsinnig ist. Verrückter im Sumpf? Klar, großartig. Okay, fahren wir doch mal im Sumpf. I'm roasting out here. Dass das auch mal passiert, bin ja begeistert. Mathilda, da nehme ich dich jetzt einmal für. Ich meine, mit dem Elric haben wir sogar schon mal gesprochen. 1,2 Kilometer in die Richtung. Uiuiui. Aber so schön. Endlich war questbedingt im Sumpf. Obwohl, wir waren ja schon einmal questbedingt im Sumpf. Wir haben ja immer das Ende der Welt abgewehrt, ne? Darf man ja nicht vergessen. Der Baum sah krass aus. Ja. Ich fand den auch super. Aber irgendwie unterstütze ich jetzt doch noch den Plan, den König umzubringen. Puh. Bin mir auch nicht sicher, was ich davon halten soll. Vom Gefühl her bis jetzt nicht viel. Und eigentlich möchte ich Otgar auch gar nicht so schützen, auch wenn mich der Vater darum gebeten hat. Eigentlich habe ich so das Bedürfnis, ihn einfach vors Messer zu liefern und gut ist. Ja, ja, dir ist warm. Das hast du mir schon mehr als einmal mitgeteilt. Ich kann dir aber nicht helfen, solange wir jetzt nicht 150.000 Pilze pflücken oder so. Müssen wir uns für den Herbst wirklich mal vornehmen, einfach ein paar Pilze pflücken. Hey, du kannst Ried pflücken auch. Ja, bring Pilze nicht, aber vielleicht mehr Punkte? Können wir mal vergleichen. Boah, Bären, Wölfe, die großen Viechers. Also ich meine, ich kann euch jetzt alle umbringen, wenn ihr wollt, aber... Mathilda steckt fest. Oh oh. Nein! Oh Gott. Wenn Mathilda gleich tot ist, tut's mir leid. Alles gut? Okay. Ich werde diese Bären umbringen, aus Prinzip. Ich bin beim Wegreiten in irgendeinem Stein verstecken geblieben. Und der Bär hat Mathilda eigentlich gefühlt schon mit der Kralle den Arsch poliert. So. Ihr Drecksviecher. Mit Pech sterbe ich jetzt gleich an dem Versuch, aber... Lieber du als Mathilda. Richtig. Wow. Das hat richtig gut geklappt. Oh. Toll, ne? Bist du tot? Ja. Boah, ich... Also mit den Bären bin ich ja jetzt... Nee. Jetzt geht's aufs Maul. Die kriegen Schläge. Oh, der Breitwege... Ich kauf den Breitwegericht, kann das sein? Das ist furchtbar ärgerlich. Eigentlich nicht, ne. Glaub aber schon. Ich glaube, ich habe das bei dem Kräuterkundehändler eingestellt gehabt. Wow, jetzt sind wir aber schon wieder 1000 Meter entfernt. Okay, das mit den Bären, das war jetzt...
weiß nicht. Lief jetzt nicht so gut. Ich glaube, wenn ich auf die Idee komme, ein paar Pilze zu pflücken. What a scorcher. Ich habe jetzt erstmal bestimmt für den Rest des Jahres einen Hass auf Bären und alle, die ich sehe, werden sterben. So. Das ist gut. Verallgemeinern und die ganze Rasse büßen lassen ist immer gut. Ja. Oh, sie haben Mathilda sogar erwischt. Boah, ich glaube, es war gut, dass ich sie rangepfiffen habe. Im Moment von meinem Respawn, sonst wäre mit Mathilda Geschichte. Oh nein. So, ich könnte mich ja mal waschen. The heat is unbearable. Ich glaube, wir kriegen die Quest jetzt in dieser Jahreszeit doch gar nicht fertig, aber ich würde sie gerne noch ein bisschen mitnehmen, soweit wir kommen. Und falls ich da bei diesem Sumpf jetzt einfach nur mal kurz ein bisschen Geld auf den Tisch lege und er mir das Heilmittel gibt und wir den direkten Weg Richtung Skaukin zurück einschlagen, dann werde ich auch definitiv einen ganz bestimmten Bären nochmal umbringen. Ich spüre gerade richtig Mordlust aufkommen. Ich meine, ich war hier schon seit mehreren Jahreszeiten total friedlich gegenüber Wildtieren. Jetzt ist Schluss. Ja. Und alle werden büßen. Das hat er davon. Seine Freunde, Familie, alle. Und er darf dabei zusehen. Oh. So, 300 Meter noch. Reise schneller, Mathilda, schneller! Ich glaube, da wäre ein Pferd auch schneller. Aber irgendwie habe ich noch keine große Lust auf Pferde. Weiß nicht. Ich liebe Mathilda. Wir waren Pferde und Esel gleich schnell. Echt? Mhm. Hm. Aber irgendeinen Vorteil müssten doch die Pferde bringen, oder sonst würde man sie doch nicht noch weit nach hinten schieben. Wäre nur logisch. Vielleicht können sie mehr tragen. Oh. Das wäre natürlich ein interessantes Argument. Ich fände es cool, wenn Esel mehr tragen können und Pferde schneller wären. Ja. Jetzt vielleicht nicht ganz logisch, aber zumindest gebalanced. So. Erik. Ich wette, du hast die nächste Laufburschenaufgabe für mich, oder? Ah, da liegt eine tote Ziege. Ich nehme sie. Denk dran, es wird Abend und wenn die Nacht drüber flippt, haben wir die nächste Jahreszeit und deine Quest ist abgebrochen. Nee, das ist keine Jahreszeitenquest. Okay. Erik, Tag. Hallo, ich wurde gebeten, das stärkste Gift zu kaufen, das du im Angebot hast. Oh, meine Güte, das höre ich gerne, Hase. Sprühe, zeig, töte Zeug, kein Zeug. Was immer fort sein soll, es wird fort sein. Ich nehme keine Gefangenen mit einem giftigen Schätzchen. Sehr gut, wie viel? Ich will kein Geld. Nein, wer braucht Münzen, wenn er unter Pilzen lebt? Habe ich recht? Heul, was ich brauche. Ich brauche es dich, Hase. Oh ja. Was? Och, ich glaube, der Typ will mich nageln. Hm. Tut mir leid, ich bin schon vergeben. Haha, so war das nicht gemeint. Ah, ekelhaft. Bäh, Igitt. Nein, nein, nein. Ich brauche dich dafür, dass du das hier trinkst. Was ist das? Keine Ahnung, das ist es, was ich herausfinden muss. Ich habe es selbst gebraut, aber ich weiß noch nicht, was es macht. Warum trinkst du es dann nicht selbst? Bist du verrückt? Das ist Wahnsinn. Ich könnte sterben. Aber dir wird es gut gehen. Dieser eine Vogel mit dem komischen Hut sagt immer, du bist etwas Besonderes. Obwohl er meinem Würfel immer schummelt, vertraue ich diesem Vogel. Er hat niemals Unrecht, wenn es um Menschen geht. Hier, nimm den Trank. Jetzt, hast du gehört? Los, trinken. Okay, trink den Trank. Oh weh! Das ist das richtig Wahre. Du siehst aus, als könntest du es in zwei Schwertern gleichzeitig mit Monstern aufnehmen. Brutal. Kann ich das Gift jetzt haben? Na sicher. Hier, Hase, ich hab viel. Man weiß ja nie, man muss jemanden das Gehirn aus dem Schädel schmelzen. Man weiß ja nie, wann man jemanden das Gehirn aus dem Schädel schmelzen will. Hier hast du. Jetzt kannst du Vorsicht. Das ist dieser betrügerische Vogel wieder. Schmecke meine Klinge, du gefiederter Feind.
Okay, das tödlichste aller Gifte habe ich jetzt dabei. Abliefern an Wilhelm. Wir haben... Oh, 22 Uhr. Reicht das, um mich an den Bären zu rächen? Oh Gott, habe ich unten viele Statuseffekte aktiv. Das war gutes Zeug, was er uns gegeben hat. Oh, Alter. Ich sehe auch ein bisschen schwummerig. Ist genau die beste Möglichkeit, sich nochmal mit einem Bären anzulegen, oder? Wann, wenn nicht unter Einfluss von komischen Substanzen? So, der relativ direkte Weg. Müsste das sein, wo ich an diesen Bären wieder vorbeikomme? Ich hatte diese Bären auch schon mehrfach gesehen gehabt. Kommt mir doch sehr bekannt vor. Das geht jetzt ums Prinzip. Okay, ich sehe zumindest nicht mehr schwummrig. Ist doch gut. Tilda, Ausdauer regenerieren. Sei eine gute. Weiß nicht, ob die Fackel das aushält. Ich weiß jetzt noch gar nicht, ob wir das zeitlich schaffen. Also sollten wir jetzt natürlich jahreszeitbedingt rüber wechseln, weil es vorbei ist, dann wechseln wir auch in die nächste Folge rüber. Ohne großes Blabla drumherum. Sollte ich es aber zeitlich noch schaffen, diesen dämlichen Bären umzulegen, wäre ich sehr glücklich. Einfach aus Prinzip. Er hat noch einen Bolzen von mir in seinem Kopf stecken. Und wahrscheinlich auch noch einen in seinem Rücken. Mordu. Ja, ich glaube, bei Mordu würde ich mehr Pfeile brauchen. So, hier sind Wölfe. Kein Bedarf. Ich habe ein Date mit was anderem. Wollen die mich jetzt? Nee, ich hoffe nicht. Und hier ist ein Banditenlager. Auch kein Bedarf. Danke, Leute. Müssten die Bären nicht hier sein? Oh, ich muss mal kurz auf die Map gucken. Jetzt verprügelt die Mathilda. Leute, hört auf damit. Wo ist der Bär? Warte, das bin ich nicht. Ich bin hier der Gelbe. Bär ist geradeaus... Rechts. Kann auch sein, dass ich an ihm vorbei bin jetzt. Dass ich schon, dass ich an den anderen Bären war. Wir werden sehen. Schweine? Falls es dich interessiert, wenn du mit voller Geschwindigkeit auf deinem Reittier gegen einen Baum reitest, stolpert ihr und ihr liegt beide am Boden. Ach, Sünde. Es sah gerade ein bisschen aus, als wenn ich Mathilda umgebracht habe. Sie ist aber wieder aufgestanden. Ah, ich glaube, ich finde die Bären nicht mehr. Liegt der Eisenerz auf dem Boden? Nee. Nee. Und wenn dann hier drüben. Also ich sehe auch schon Bären. Aber ich glaube, das ist der falsche. Na gut, ich sagte ja, alle Bären sollen sterben, ne? Muss ja ein bisschen zu meinem Wort stehen. Es sind sogar zwei. Uiuiui. Das wird schief gehen. Oh. Ich hab's nicht geschafft abzudrücken. You know people can freeze to death, right? Alter, jetzt friere ich instant. Wow. Meine Frau hat mir gerade einen blöden Spruch an den Kopf gedrückt. Du weißt, dass man auch zu Tode frieren kann, oder Schatz? Ja, danke. Für nix. Ich muss mich kurz umziehen. Aber ich sage einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bären bleiben auf unserer Abschussliste. Und ich zieh mich einmal wieder an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.